Stell dir vor, es ist ein herrlicher Sommertag, aber das Freibad ist wie ausgestorben. Im neuen Herrenberger Naturbad war das in diesem Jahr leider viel zu oft der Fall. Am 7. August musste es zum ersten Mal geschlossen werden, weil das Wasser mit dem Bakterium Pseudomonas verunreinigt war. Nach der Wiedereröffnung am 15. August folgte bereits 4 Tage später die zweite Schließung. Wieder war der Pfützenkeim die Ursache. Nachdem in den folgenden 2 Wochen bauliche Mängel am Rohrleitungssystem und der Drainage beseitigt wurden, sollen diese Probleme jetzt der Vergangenheit angehören. Das bestätigte unter anderem OB Thomas Sprissler bei einer Pressekonferenz. Seit 3. September hat das Naturbad wieder geöffnet. Jetzt müsste nur das Wetter noch einmal mitspielen.